Gen, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mir eingeschaltet habt. Steini Neues. Wir haben mal wieder ein paar Buchsen geöffnet, Ründchen. Ja, Ladies, das ist Part 1 von 3 von unserem letztwochenendlichen Boxbreak, den wir hier veranlasst haben. Wir starten heute mit Film und Serie, sprich 3 Disney-Boxen, 3 Warner-Boxen. Alles komprimiert in eine Video. Würde mich sehr mal eine positive Bewertung freuen, aber auf dem Kanal, falls du noch keins dagelassen hast. Es war ein Auf und Ab in dem Break. All das seht ihr jetzt hier in einem Dreiteiler, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, nächste wird Wrestling sein oder Fußball. Kommentare reinballern. Wie findet ihr die Karten? Habt ihr das schon aufgemacht? Dies, das. Und da wir jetzt Richtung Black Friday gehen, hat der Papa auch noch ein cremiges Angebot für euch. Und zwar von meinem Partner Holzkern. Für diejenigen, die Holzkern immer noch nicht kennen, Holzkern ist eine Uhren- und Schmuckmarke for everybody. Alle Produkte von Holzkern werden aus natürlichen Materialien gefertigt, daher ist jedes einzigartig. Zeitgleich hat Holzkern eine unfassbar große Produktpalette, wo ihr halt durch ein oder andere Stunde auf dieser Seite mal easy verbringen könnt. Und glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung. Findet auf der Seite alles, von Uhren und Halsketten bis hin zu Handtaschen und Sonnenbrillen. Für jeden irgendwas dabei. Die Qualität von Holzkern sowie der Tragekomfort sind eine 1 plus mit Sternchen. Und ich kann das sagen, weil ich deren Produkte selber trage. Das Ganze kommt dann immer in solchen schicken Holzboxen. Heißt, wenn ihr das Schmuckstück gerade mal nicht tragt, könnt ihr es hier trotzdem gut in Szene setzen. Es hat seinen Platz. Und es ist eine schöne Sache. Passend zu Black Friday könnt ihr jetzt bis zu 30% sparen mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Also checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab, auch jetzt mit dem Hinblick auf die Feiertage, die noch vor der Tür stehen. Beschenkt eure Liebsten oder auch mal euch selbst. Die ganze Aktion geht vom 19.11. bis zum 2.12. Zeitgleich tut ihr dann damit noch was Gutes für die Umwelt, denn Holzkern ist regelmäßig in Aufforstungs- und Arterhaltungsprojekten unterwegs und begleitet diese. Also check hier jetzt den Link ab. Vom 19.11. bis zum 2.12. in diesem Zeitraum kannst du bis zu 30% sparen, wenn du unten auf den Link klickst. Also, Rambazamba, viel Spaß beim Shoppen und let's go! Box 1, 2 oder 3. Wir gehen jetzt ab zu den Looney Tunes. Was ist der Mainpull in dieser Box? Für mich persönlich wahrscheinlich Heath Ledger als Joker oder Captain Planet. Captain Planet Gizmo. Also Gremlins. Warner Packs, was sehe ich da? Ja, natürlich haben wir da auch bei Tab schon aufgemacht, Chat. Warner Boxen. Na klar. 60% sagen ja. Ich glaube, das ist schwer hier aus dem Set. Also warte mal, ich kann euch sagen, die Box wurde 100.000 Mal geprintet und wir haben die 78.087. Keine Ahnung, ob das ein gutes Omen ist, weiß ich nicht. Was ist das? Ach, Redemption, okay. Hier kannst du was gewinnen. Panda hat nichts gewonnen, Sleevo hat nichts gewonnen. Und hier kommt jetzt im besten Fall eine Friends-Karte für René. Also hier kann alles von Warner drin sein. Außer Harry Potter. Was ist das denn? Superman? Ach, ist das Superman gegen Batman, das Ding da? Haben die nicht auch einen Film gehabt? Harry Potter hat tatsächlich ein eigenes Set von Warner. Blue Beetle, ey, der echte. Okay, Chat, ein Sauron ist chillig. Also wichtig ist hier heute für mich, abseits davon, viele Zauberer von Oz-Karten zu ziehen und Friends-Karten. Bruder, zieh ich hier mal Leute, die ich kenne? Was ist das denn für eine Scheiße hier gerade? Ein Fred Feuerstein, Tom und Jerry, nix hier. Was soll die Pisse? Von den Karten haben René und ich nicht einen im Stream gehabt, gefühlt. Stinkfly, wer ist das denn, Alter? Aha, ne? Mann, ich dachte, das ist Brain. Oder Pinky, einer von beiden. Mary. Gut. Gut. Und dies Number Chat. Und der Effekt ist Killer, ne? Also der Effekt, der ist Wahnsinn. Piu, 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 piu. Aha, da ist er doch. Zu 100. Der Pinky und der Brain, 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 Brain. Du, 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 du. Yo, Clayface, Junge. Wer ist bei Tab Pinky und wer ist Brain? René ist Brain, ich bin Pinky. Gandalf, du kommst nicht vorbei. Nimm dir für den restlichen Tag frei. Ich habe ja noch nicht zu Ende gesprochen, René. René ist das Brain in der ganzen Geschichte und ich bin der für die Sympathie. Oh, zack, doch kein Tag frei, wa? Schade. Aha, Shaggy, Junge. Ja. So. Ist der falsche, aber nehmen wir. Ich will Gizmo haben. Gut, wichtig. Wichtig, einen davon zu haben. Ist was, Doc? LOL! Einfach Shaggy, let's go! So, Dino
Feuerstein. Gut. Was ist das? Wer hat das als kleines Kind geguckt? Da kannst du doch nicht mehr pennen, Alter. Was soll das sein? Ein Fanziger Messi. Von der Optik her ist das Messi, das stimmt. Der sieht genauso aus wie eine Ziege, Junge. Wieso ist die so zerschnitten, die Karte, Chat? Mach die doch normal, dann wäre die doch richtig stabil. Mann, mach doch Tweety oder so eine Scheiße. Was ist denn das für ein Vogel hier? Quacker. Ich bin ehrlich, die Basekarten in dem Set sind gerade irgendwie ein bisschen dünne. Auch wenn wir den einen oder anderen Dings für uns jetzt hatten, aber... Beste Boxstadt, ich hab gar nichts gesagt. Aber das Set, das ist der Oberhammer, ne? Boromir, gut, Chat. Wir sind doch da. Sind die nicht perfekt für deinen Sohn? Was soll eine Scheiße hier, Alter? Damit der nachts rüberkommt. Mama, ich hab schlecht geträumt von dem Fliegenmanta. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Cosplay zu Dino Flintstone. Geil, Mashup-Karte. 599, what the fuck, was ist das für eine Nummerierung? Aber die ist stark. Letzte. Herr der Ringe. Wilma, Feuerstein. Und Batman. Ich glaube, René und ich haben in unseren 10 Boxen oder was wir da aufgemacht haben, nicht eine Batman drin gehabt. Also ich habe jetzt hier auch Dinge getoppelt, oder die für einige von euch keine Hits sind, so, aber das ist halt für mich Kindheit hier, Flintstones. Batman. Mashups zu 5,99. Coyote. Gilly, Aragorn, Boromir. Quacka, Dino, Shaggy, König, Bugs Bunny, Gandalf, Stripe, da will ich Gizmo haben, weh, ich zieh den nicht, Shaggy, Supergirl, The Brain, Merry zu 100, mit einem sehr, sehr geilen Effekt. Also der Effekt, der ist absolut Killer, feier ich. Nubia. Und noch einmal Superman gegen Batman oder wie der Film heißt, keine Ahnung. Und hinten noch ein Sauron. Ein saugeiles Sauron. Möglich ist alles, natürlich. Solange die Boxen zu sind, ist alles möglich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die liegt bei 400. Ungefähr 400 Euro. Zum Pack sehen so schön aus. Ja, ja, safe. Let's go, ey. Ham, ham. Pinocchio. Zuckerwatte. Future Star. Ja, geht klar. Cruz Ramirez. Und wir kriegen die erste König der Löwen. Ist das schwarz hinten? Chat, was ist das? Ah nein, das ist dieses Dings, Mann. Dieses scheiß Licht hier. Ist nicht schwarz. Das sind diese lila Karten hinten. Mann, ey. Sebastian. Oh, Dwayne Rock Johnson. Mann. Woody. Woody Superfractor, leider schon raus. Sonst hätte ich die genommen, ne? Grinsekatze. Von dem ging die One-of-One, so eine Die-Cut-Karte, die ausgeschnitten ist. Also eher ausgeschnitten. One-of-One ging für, glaube ich, 6.000 Euro weg. Wohl, heimlich, Junge. Große Krabbeln. Miguel. Madrigal, das habe ich auch nie gesehen, das Madrigal-Zeug. Luis! Küss den Frosch. Bester Mann. Bester Saxophonspieler, Chat. Weiß nur keiner. Aber wir haben noch kein Numbered, ne? Also entweder haben wir richtig krass gemischt oder hier ist halt wirklich die Walt Disney drin und sonst nichts. Ja, hier wird's grün, Chat. Neongrün zu 99. Karl Frederiksen. Doc. Sneezy, Junge. 75 von 99. Schneewittchen ist nicht so meins, Chat. Chickix zu 199. Und dahinter ein Refractor Tigger. Gold, Gold, wichtig, 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 zu 50. Oh, bitte, bitte kein Schrott drauf, bitte. Mach Mickey Maus. Tommy, es ist einfach für dich, ne? Es ist einfach für dich, das kannst du dir nicht ausdenken. Thomas O'Malley. Und dahinter ein Bruce. Da brauche ich nicht fragen, Tommy, ne? Die willst du eh haben, ne? Ist das orange? Es ist orange zu 25, oder? Ja, let's go! Zweites Leben! Kommen die zu 50 für Tommy und jetzt was Schönes. Mach Wally oder irgendwas. Oder Woody oder keine Ahnung, Junge. Mickey Mouse. Ich könnte hier kotzen, Alter. Esmeralda! Ist sie von Glöckner oder von was ist sie?
Ja, ist, ne? Glöckner von Notre Dame, ne? Ich hab den nie gedingst. Ich hab den einmal geguckt, ich fand den aber nie gut, Glöckner. Aber die Box ist jetzt schon stark. Also das ist halt super untypisch. Dass du zwei von so Dings hier drin hast. So Lower Numbers. Aber leider nichts für mich. Hast du einmal geguckt, hast mitgespielt. Was soll das? Wie sollen wir denn hier zusammenarbeiten? Wie sollen wir hier was Gutes ziehen? Wenn ich hier nur gefrontet werde. Das ist doch scheiße, Jon. Pocahontas, so, die kenne ich. Da wären wir da. Ich sag gerade noch Schneewittchen, ne? Aber das Bild, das sieht halt gut aus. Das kannst du nie haten. Und dahinter noch ein Sparschweinchen. Das sieht halt schon stark aus. Ey, was soll ich zu der Box sagen? Die war stark, ja? Auch wenn am Ende für mich nicht viel dabei war, aber das ist halt so untypisch hier. Also rein von den Numbers kannst du da gar nichts gegen sagen. Die ist komplett überm Average. Bei Warner meine alles alte Captain Planet. Looney Tunes. Aber so langsam brauche ich mal einen. So für mich. Versteht ihr? Wo ich hier nach dem Stream sitze und mir die Karte noch 2,5 Stunden angucke. Aquaman. Roman Reigns. Mein Gott, Yogi Bär, es reicht doch jetzt. So, Barney Geröllheimer Chat. Da sind wir doch. Der hat immer eine geile Lache gehabt. Ja, bisschen Peter Griffin. Stimmt. Safe. Was soll das sein? Irgend so ein Seuchenvogel oder was? Was ist das? Ja! Let's go! Let's go! Wichtig, Chat. Das ist einer für die Seele. Und hier passiert was. Ah, Filmrolle! Ja, let's go! Aber was? What the fuck? Holy shit. War unabhängig davon, wie scheiße sieht Batman aus, aber Bruder, zu 375. Guck dir mal den Holo-Effekt an. Also die ist richtig Cinema, die Karte. Und Gimli, ja, Gimli. Let's go. Das war ein sehr gutes Pack. So, eine meiner Chase-Karten abgehakt. Numbered wäre natürlich schöner, aber ist ja sowieso schwer genug. Ja, wir machen weiter, Chat, wir haben einen Lauf. Ja. Captain Planet, Junge. Jetzt gibt die anderen auch noch. Mach voll, das wäre echt geil. Dann wäre ich happy. Wenn ich alle habe, wäre happy. Und hier ziehen wir immer das Gleiche, ne? Ja, Jerry, gut. Der Weihnachtsmann. Santa Claus. Sleevo, let's go. Scarecrow. To 888. Oh, die sieht aber schön aus, ey. Morpheus. Oh ja, Pinky und der Brain Set voll, geil. Schön. Haben wir da auch beide. Jo, alles klar, Bruder. Sauron. Riddler, cool. Und Mr. Freeze. Ich glaube, von den Karten sind 2 pro Case drin. Ist mein Stand. Gimli, Boromir nochmal, Porky Pig, Granny. Aquaman, Space Jam. Mr. Freeze ist für mich. Sauron ist eher für Tommy dann. Riddler ist für mich. Jerry ist für mich. Pinky ist für mich. Captain Planet ist für mich. Und Marty ist auch für mich. Und für Slivo. Aber ich glaube halt wirklich, das Walt Disney Auto, wenn die Mickey Super Fractor für 500.000 verkauft worden ist, glaube ich, das Walt Disney Auto ist 7-stellig. Wo gibt's denn sowas noch? Weil er ist ja quasi der Schöpfer davon. Zu 25, let's go! Schnelle Wette! Schnelle Wette, Chat! Komm, Mickey Maus, los! Mach's jetzt! Mach's jetzt auch mal! Alice im Wunderland? Mann, ich zieh hier nur die von Schneewittchen, Junge! Gib mir doch irgendeine Prinzessin da drauf! Irgendeine Prinzessin! Oder Ariel! Schneewittchen haben wir Dings damals schon gehabt, ne? Zu 140, glaube ich, ne? Bailey, unterschreib mal deine Karten. Und Future Star Paguro. Baloo der Bär. Auch gut. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Oder mit einer Super Fraktal, Chat. Und Bing Bong, auch bester Mann, Chat. Tausch doch einfach. Mach die zu 25, da wäre ich doch glücklich. Ah, Bullseye. Toy Story! Wally, schlechtester Film, finde ich. Was sagst du dazu, Killer? Nee. Wally, absolut OG-Film. Eva! Kann man Wally haten? Ihr kriegt jetzt einen Hot-Take von mir, da könnt ihr wieder alle rumheulen. Wally größer als Cars.
Und jetzt macht euch nicht zum Affen mit. Was? Was laberst du? Auch mal ein Statement setzen, weißt du, Chat? Auch mal ein Statement setzen. Cars, Junge, Alter, Autos, die sprechen können. Da muss ich aber richtig los, ey. Raucht doch täglich lustige Zigaretten. Ansonsten kann man das doch gar nicht feiern, Alter. Das ist ja lächerlich. Ja, yeah, guck dir den mal an, Junge. Ein Auto mit einem Gesicht. Das ist ja eher gruselig. Knight Rider ist cool, weil das echt ist. Oh! Cup und Kappa, ne? Zu 150. Oh! Baymax, größter Wally. Baymax habe ich noch nicht gesehen. Dazu kann ich nichts sagen. Guck mal, Chat, so schafft man Stress. What the fuck, Alter? Wir machen einfach Rainbow, Chat. Wir machen einfach einen Rainbow vom Bullseye. Gleich noch Super Fractor und tschüss. Lieblings-Disney-Film of all time, Aladdin. So, B. Wer hat den B-Spot von euch? René nicht. Gut. Gold-Orange. Was ist das denn? Aber es muss die König der Löwen-Karte sein. Oder mach Rafiki. King Simba zu 30. Let's go. So. Genau so. Die sind aber auch schön, die Dinger, ne? Last Pack Magic war das, Chat. Das Ding ist einfach schon 30 Jahre alt, ne? Simba, erinnere dich. Ey, auch die Box wieder rein von den Number-Dingern. Wir haben in der ersten Box eine zu 50 und eine zu 25 drin gehabt. Hier haben wir eine zu 30 drin und eine zu 25. Also, Disney rein von den Nummerierungen performt. Also ist voll da. Ist halt nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Also für mich ist, wenn ich Baby Simba sehe, kickt eher die Nostalgie wie King Simba. Bei King Simba muss ich immer zweimal hingucken, ob es Mufasa ist. Ey, aber bockstarker Hit-Chat. Endlich mal ein großer Disney-Film. Aber guck mal, Chat, bisher Disney, zwei Boxen. Nimm das zurück. Zwei Disney-Boxen. Und hier waren noch andere bei, ne? 2 zu 99. Kenne ich nicht den Film, weiß nicht, was das ist. Irgendwie Matchbox OG oder so. Keine Ahnung. Schneewittchen. Coyote! Ist das Spider-Man? Oh, geil! Willy Wonka, der Allerechte. Das ist Spider-Man, René. Ich habe gesagt, du kriegst alle Friends-Karten. Für mich ist das Spider-Man. Die küssen sich doch gleich. Ich kenne die Szene. Aber Auto muss ja echt verdammt schwer zu hitten sein aus der Box, ne? Ich habe bisher noch niemanden gesehen, der eins gezogen hat. Gut, wer soll das? Hier gibt's aber Autogramme drin. Tom und Jerry, ähnlich wie bei dem Disney-Set. Tom und Jerry, Batman, Joker, Bugs und Lola Bunny. Möglich ist das. Okay, das ist stark. Und Shaggy nochmal. Das ist stark, Chat, weil wir jetzt ein Set haben. Mit der gleichen Nummerierung. Auch zu 100. Also auch ausgerechnet die beiden so. Das ist stark. Ready Player One, ey. Player 51 aus Reinickendorf. Stripe. Man, mach doch Gizmo. Gizmo wäre noch schön, Chat. Jetsons. Duffy Duck. 5,99. Aber die sehen schön aus, die Dinger. Haben wir davon aber auch zwei Stück drin gehabt, ne? Einmal Coyote. Als Dino Feuerstein. Und Daffy Duck als einer von den Jetsons. Was ich aber krass finde, ist, dass ich... Wir haben nur eine Friends-Karte gezogen und nur eine Zauberer von Oz. 5,99 zu 100. Ey, das ist halt so ein Nostalgie-Set, ne? Das Ding hier. Gerade halt bei so Sachen wie jetzt Looney Tunes zum Beispiel. Ich habe jetzt leider keine Jetson-Karte hier parat. Aber viel, viel altes Zeug. So. Das war halt damals meine Kindheit. Hier Captain Planet zum Beispiel. Pinky und the Brain. Tom und Jerry. Tom haben wir leider auch nicht gezogen. Aber das macht Bock. Aber ich muss auch sagen, so jetzt drei Boxen reichen von dem Set. Eine mal aufmachen, für mich muss man mal machen, wenn man in dem Bereich mit den Karten mal anfangen kann.
Eine, safe. Zwei geht auch noch klar, aber drei ist dann schon, boah. Hm. Wir machen Disney. Okay, wir gehen rein mit Dalmatina, glaube ich, ne? 101. Halt schon. Mother Gothel, woher ist sie denn nochmal, Chat? Königreich für ein Lama? Hier ist immer schwer zu erkennen. Das ist die 2 von 101. So, 199. Celly Carrera. Numbers lassen auf sich warten. Weiß gerade noch nicht, ob ich das gut finden soll oder kacke. Ariel, mach super, Frack. Da komm jetzt rein. Streng dich an, Mädchen. Moana. Robin Hood. Willian, Junge. Der das Spielzeug klaut, ey, die Bratwurst. Zu wie viel ist blau, Chat? Ich glaube, ich habe noch nicht eine blaue Karte gezogen. 75? Ja! Let's go! James P. Sullivan, geil! Die ist stark. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, Chat, wo ich hier war, das Auto kommt jetzt. Weil ich glaube, der hat Autogramme in dem Set so. So, ich meine, wir müssten noch eine Numbered haben, oder? 4 Numbereds pro Box oder 3? Chat, Mickey Mouse Karte, die aber hier weiß ist. Was ist das? Auto? So, Ladies, und nicht vergessen, vom 19.11. bis zum 2.12. noch bis zu 30% bei meinem Partner Holzkern sichern. Einfach unten auf den Link klicken, dort kommt ihr zum Angebot. Ich sage viel Spaß beim Shoppen und let's go. Im Mickey Mouse Design? Wenn nicht, bann mich. Chat, es passiert. Es passiert. Ja, Tilo, ich habe immer an dich beliebt, an deine Worte. Immer gesagt. Okay, jetzt geht mir gerade ein bisschen der Stift. Für die, die nicht wissen, es ist ein besonderes Design. Die Karte ist zu, ich will nichts Falsches sagen jetzt, zu wie viel ist sie? 28, 23, 28. Ich mache erst die hintere weg. Auf heimlich habe ich die weggemacht, Chat. Oh, bitte. Ist das richtig rum? Oder muss ich umdrehen? Richtig rum? Chat, wir ziehen ein Autogramm. Imagine Mickey Mouse. Ist vorbei, ne? Ah! 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 Hilfe! Let's go! Let's go! Let's go! Ich weiß nicht, wer schon lange im Stream dabei ist. Ich habe vorhin Namen genannt. Disney PC. Ich habe Namen genannt. Und da ist der Name Woody gefallen. Ja! Ich höre nur, Nico feiert auch rum. Die 23 von 28. Einfach Woody, ey. Ich hau den Mac rein, Chat. Für PSA ist das nix. Hinten super clean, aber vorne aus meiner Sicht. Wenn da einer wieder einen Furz quersitzen hat bei PSA, das bereue ich wieder. Der kann geil unterschreiben, Chat, oder? Der Woody. Ihr müsst ja mal überlegen, das ist ja eigentlich, ist das ein Spielzeug, ne? Und wie clever er dann hier noch das Lasso so reinmacht. Der kann gut unterschreiben. Die bleibt absolut hier. Nikos nächster Fun Fact Chat. Eines von Nikos ersten richtigen Spielzeugen war eine Woody-Figur. Ich habe Nico als erstes Spielzeug einen Woody gekauft. Aber selbst wenn, Arschlecken. Selbst wenn die Karte 100 Euro wert ist, Arschlecken. Dann ist für mich hier auch wieder so, weiß ich nicht. Bisschen, wenn ich den sehe, Alter, ich war selber klein. Nico feiert Woody halt auch ab. Einer der ersten Dings hier, wie heißen die Figuren da, die man auf diese Boxen packt, Chat. Ach, die so Geschichte, Tony Box, genau. Ich glaube, die erste Figur war Woody. Die zweite Figur war, glaube ich, James P. Sullivan. Die dritte Figur war Buzz. Und dann hat er jetzt mittlerweile 10.000 Stück davon. Geil, geil, geil. Die sieht so schön aus, ne? Den Hito habe ich gebraucht. Und wir haben noch zwei Packs. Jetzt ist hier gleich noch eine super... Ja, hier ist nochmal zu 99. Kenne ich nicht. Frozen 2 nie gesehen. Den ersten habe ich gesehen, den zweiten aber nicht. Das war die Box, Chat. Oh, hervorragend. Ey, Disney hat aber performt. Also an Disney... Disney war heute eine Bank. Kannst gar nicht sagen. Einmal zu 30, zweimal zu 25, einmal zu 50.
Dreimal zu 99. Plus das Woody-Auto zu 28. Weit über dem Average, was Disney sonst bietet, ja, safe. Also wir haben hier drei absolut gute Boxen erwischt, so. Hier brauchst du halt immer Glück, dass dein Charakter drauf ist. Hier hatten wir Glück, hier war eher so, meh. Aber habe ich was zu traden, so, und die weiß ich, Tommy feiert die. Oder Aristocats generell, so, dann kann ich die auf jeden Fall vertraden. Also Disney hat heute absolut in allen drei Boxen seinen Job gemacht. Das kann man auf jeden Fall sagen.